La Familia. Wir sind zu Hause bei Mama und Papa. Herzlich willkommen hier zum Track by Track Teil 2 zu Long Way Home in Ibbenbüren. Und natürlich nach dem Ortsschild in Teil 1 ist jetzt die Familie Knollmann, das Geburtshaus quasi von Ingo und Guido, dran. Und wir werden euch hier was zu Calling erzählen. Ganz genau. Und Calling höre ich auch gerade schon von oben, denn jetzt gibt es nämlich Kuchen. Das lässt sich Mutter niemals nehmen. Und ich glaube, da gehen wir jetzt mal rein. Vielleicht gibt es ja noch einen Jägermeister dazu. Oder zwei. Komm, gehen wir mal gucken. Vergesst die Westfalenflagge nicht. Ja, und da sind wir drin. Die Söhne, die Erzeuger, Kaffee, Kuchen, alles ist da im Hause Knollmann. Da mangelt es an nichts, da mangelt es bestimmt auch nicht an Jägermeister. Die habe ich mir ziemlich sicher. Ja. Deswegen müssen wir es auch ein bisschen sputen, weil wir müssen ja noch an den Kaffee und an den Kuchen ran. Und ob ihr es glaubt oder nicht, dieses Zimmer hier, was ja durchaus schön und aufgeräumt aussieht, war früher Guidos Zimmer und war noch viel früher Guidos und Ingos Zimmer zusammen. Und, aber als ich hier gewohnt habe, war es viel aufgeräumter als jetzt. Ich glaube auch, ja. Ich weiß, früher, als wir in Ibbenbüren geprobt haben, da habe ich häufiger auch mal in diesem Zimmer hier gepennt. Da geht du mir immer, oder Ingo? Ich glaube, Ingo hat mir das Bett mal gebaut, ne? Ich habe es immer aufgeschüttelt schön. Ja. Mit dem schönen Schlaflied gesehen. Und da habe ich auch mal drüben bei dir geschlafen. Auch immer, aber das können wir jetzt ja nicht erklären. Du hast auch unten zum ersten Mal geprobt in der Partybude mit Guido, oder nicht? Stimmt, wenn ihr auch mit euch beiden. Hat Ingo Schlagzeug gespielt? Und du hast ja einen Cola geschluckt, das weiß ich noch. Ingo Schlagzeug. Ja. Da müssen wir alle so machen. Stimmt. 96. Heftig. Und jetzt sind wir hier, um über Calling zu reden. Den zweiten Song vom Track by Track zu Long Way Home. Genau. 80er infiziert, galore. In diesem Zimmer habe ich, glaube ich, das erste Mal New Order gehört. Und was draus geworden ist hier aus New Order, sehen wir hier ein True Faith Tattoo. Genau, nach wie vor eine meiner Lieblingsbands aller Zeiten, hat natürlich seine Spuren hinterlassen. Überhaupt das ganze 80er-Gebilde mit The Cure, mit eben New Order, mit Animotion, all diese ganzen guten Sachen aus den 80ern, findet man irgendwie, glaube ich, zum Teil auch auf The Long Way Home wieder. Und ja, Calling habt ihr ja ganz bestimmt schon gehört. Wir könnten noch ein bisschen was zu dem Video erzählen. Wie gefällt euch überhaupt das Video? Ihr habt es ja jetzt schon bestimmt mal... Ja. Und meint ihr denn, dass sie sich ja gut benommen haben, die beiden? Nein, Mutter war noch ziemlich beängstigt, als sie gehört hat, dass der jüngste Spross die Füße angefroren hat. Ja, das war auch, ja, das war auch wirklich nicht ohne. Ne? Der hat einen schwarzen Tee gehabt, hat irgendwie einfach bei minus 20 Grad in Schweden auf dem Eis kaputte Chucks angehabt. Da passiert das schon mal. Als Punkrocker muss er mit Chucks durchziehen. Und dann die Golfsocken an mit den 18 Löchern. Sonst, das Video ist toll. Also das ist wirklich schön. Ja, gefällt dir? Mhm. Super. Es hat sich also gelohnt zu frieren für die Kunst, für die Eltern, für Kaffee und Kuchen. Und darüber machen wir uns jetzt her. Nicht über die Eltern, sondern über Kaffee und Kuchen. Und danach geht's gestärkt weiter zum nächsten Punkt in Ibbenbüren. Und zum nächsten Song. Genau, Jägermeister. Ja, den wollen wir gleich auch machen. Richtig. Und dann geht's weiter. Und ihr hört euch jetzt Calling an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Gibt bei YouTube, gibt's auf MTV, gibt's überall im Radio. Und auch jetzt hier. Viel Spaß.